Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin der Jakob und heute spielen wir wieder Stalker Anomaly Gamma. Da ich momentan leider sehr wenig dazu komme, dieses Spiel zu streamen, da wir natürlich wieder sehr viel Fallout streamen momentan auf diesem Kanal, habe ich beschlossen, für die Stalker-Fans unter euch eine Folge off-stream aufzunehmen, das hochzuladen. Und wenn euch das gefällt, wenn da das Interesse besteht, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kann ich das auch gerne öfters machen. Denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr Bock habt auf dieses ganze Projekt, dann jetzt einen Daumen nach oben da lassen und schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus. Ich würde mich sehr freuen. Viel Spaß. Was machen wir heute? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ich möchte mich auf dem Weg in den Sumpf machen. Ich habe überlegt, ob ich das so mache, dass ich da schnell reise mit dem Guide. Habe mir dann auf die Map geguckt. Und hab gesehen, dass wir auf der Müllhalde was zu erledigen haben, questmäßig, plus einen Stash. Und im Agroprom haben wir auch zwei Sachen zu erledigen, plus einen Stash. Hier im Cordon haben wir auch was zu erledigen. Also könnte man theoretischerweise das Ganze zu Fuß gehen, alles abarbeiten, Step by Step und dann hier übers Cordon rüber. Und wenn wir dann schon im Sumpf sind, vielleicht hier die Main Quest weitermachen, die lebende Legende und den Doktor besuchen. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Anfangen tun wir mit Müllhalde. Hier gucke, wir haben hier auch herüben halt Autofriedhof, haben wir halt auch so viel, gell? Zweimal gelb. Das sollte man auch machen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn wir zurückkommen quasi vom Sumpf. Hier unten das erledigt haben. Ich möchte vielleicht auch hier die Anomalien untersuchen, alles im Sumpf abarbeiten mischen und dann wirklich LKW-Friedhof rübergehen. Aber das werden wir sehen. Wir gehen jetzt erstmal Müllhalde. Wir sind gut ausgerüstet. Was habe ich mit? Ich habe mir hier schon einen Sewa-Anzug der Söldner und einen SSP 99 Helm hergerichtet, sogar ein bisschen gemoddet. Ich habe eine Scout, eine Shotgun und für das Grobe sozusagen die Colt. Wir legen los, let's go. Das Wetter in der Zone ist heute leider nicht so schön. Aber obwohl das Wetter in der Zone nicht so schön ist, ist es trotzdem irgendwie schön. Schauen wir mal, wie es auf der Müllhalde drüben ist. Ob es da noch genauso ist. Schauen wir mal. Oh. Und Hunde. Ja, wegmachen. Flug die gleich. Nicht, dass ich nachher vergesse. Zweimal nix, okay. Okay, da ist ein bisschen Loot dran. War's das jetzt? Auf jeden Fall hier noch ein Artefakt irgendwo, das ich gerne mitnehmen würde. Was haben wir hier? Steinblut. Naja. Sagen wir nicht nein, auf jeden Fall. Gleich mal hierzu, um wieder warm zu werden, ein paar Hunde erlegt. Und Steinblut gelootet. Das kann sich sehen lassen. Ich
Ich habe jetzt offstream ein paar Sachen erledigt. Ich habe Quests angenommen, Quests abgegeben in Rostock. Ich habe Munition, Medikamente gecraftet, Ausrüstung upgraded. Ich habe das Stufe 1 Nachtsichtgerät jetzt gecraftet. Ich würde gerne auch einen besseren Rucksack craften, aber mir fehlen 6 Military Cloth, was ich gesehen habe. Diese Military Fetzen quasi, um den Rucksack zu verbessern, das ist auch noch so eine Sache. Aber es auch, steht auch auf jeden Fall auf der Agenda. Und ja, Step by Step langsam die Ausrüstung verbessern. Ich fühle mich momentan eigentlich schon ganz gut mit der Ausrüstung. Ich dürfte das wahrscheinlich besser nicht sagen. Weil, wenn man sowas sagt, dann jinxt man es. Und dann kriege ich auf den Sack von irgendeinem Mutanten oder irgendwas anderem. Alles klar, sind hier die Wächter in Charge an der Barriere. Ich guck mal hier am Flohmarkt schnell. Toll. Oh, Scheiße. Das ist ein Psyblatzacker. Das hat gleich meiner Psy-Health gar nicht so gut getan. Was ich auch gleich. Alter, wo ist das Ding? Irgendwas stimmt da nicht. Hier habe ich noch zwei Waffen erinnern. Ich guck mal hier auch schnell wegen Aufträgen. So Pakete liefern und so Stuff. Ich habe mal ganz gut dunkles Tal, nee. Hundeherzen. Hundeherzen losgeworden. Irgendwas ist komisch hier. Irgendwas gefällt mir gar nicht. Jetzt mal darüber. Mal die Quest an. Ich werde dann auch noch zum Butcher gehen. Dort schauen, Mutantenmissionen anzunehmen. Hydroshock habe ich noch genug. Irgendwas ist hier nicht so nice gerade an der Müllhalde. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. RS. Alter Scheinwerfer war da dabei. Auch jetzt nichts Großartiges. Eine Bandage. Eine Bandage nimmt man immer gerne. Das nächste wäre der Stash hier oben. Müssen halt hier links aufpassen. Hier kann halt auch alles Mögliche rumeiern am Mutanten. Bloß Zombies. Ich schätze, dass ich die Quest vom Butcher bekommen werde, Zombies hier zu töten. Würde mich auf jeden Fall nicht überraschen. Aber so eine Mutantenquest bei Butcher mitzunehmen, macht auf jeden Fall immer Sinn. Was läuft da unten rum? Flash, okay.
Naja, die haben das gut getankt, ha? Obwohl ich eigentlich Slugs spiele. Alter Schwede, was tankt das Ding? Hier sich mit Platzpatronen scheinbar. Hallo, du. Aber die fragte mir, ob keine So, was hat Antwort er von denn mir wurde. auftragsmäßig für uns? Mutanten. Mir Er wurde möchte ständig zweimal Hunger. Bührerhaut, Das sieben Lärmende Kopfkino schlägt mir Wildschweinkoteletts. ins Hirn. Habe ich die? Ich lagere nämlich hier mein Fleisch ein, immer 10 von 10 Stück von allem quasi. Um Fleisch? Ne, nur 5. Um immer sozusagen was auf Lager zu haben. Und alles, was über 10 hinausgeht, verkaufe ich dann. Ah ja, aber keine Wildschweinkoteletts, aber wir haben eine Mutantenquest bekommen. Jupp, wie erwartet, die Zombies. Den Stash habe ich auch vergessen im Vorbeilaufen. Dann machen wir den Stash, die Zombies und dann gehen wir ins Agroprom, Leute. Schüsse möchte ich mir vielleicht anschauen. Auch nichts Interessantes. Reitet da vielleicht einer gegen die Zombies, ne? Oh, zweimal. Hier herüben auch, oder was? Hilft sind zwei verschiedene Waffen schon? Oh, Freiheit. Na, die lassen wir mal. Wir erledigen vielleicht meinen Job. Wer schießt auf mich? What the fuck? Hä? Was war das? Er schießt da auf mich. Da war irgendein Bösewicht dabei, Leute. Schon dran? Da liegt ein Merc, ein Toter. Da muss jetzt mindestens ein Freiheitsdus irgendwo liegen. Gut aus. Da liegt der Freiheitsmet.
Der hat einen Scorcher. Wie ich. Da ist der Merc, der auf mich geschossen hat. Ah, eine Sick-Kommando. Will ich die? Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte 556er. Finde ich. Also, ich spiele ja immer nach Gefühl, wie mir das so in der Hand liegt. Und ich habe die eigentlich ganz positiv in Erinnerung. Da hinten liegt, glaube ich, noch ein Dude. Jupp. Nochmal Freiheit. Jo, nice. Also quasi war es das hier. Wir haben hier ein bisschen was gesnackt an Loot. Habe ich was übersehen? Ne. Vielleicht kriege ich die sogar repariert. Das wäre schon eine coole Waffe. Oh, wir haben hier den Stash bekommen, hier drüben. Den könnte ich auch noch gleich machen, ha? Und dann gehen wir zum Butcher. Und dann nach Agroprom. Oh. War das? Rips. Der Butcher zahlt für die Mutanten-Missionen eigentlich echt gut, gell? Ich glaube, das sind immer so 4-5k. Oh shit, Mann. Ich war mir eigentlich sicher, dass mir das jetzt nichts anhaben kann, habe ich mich getäuscht. Also das Artefakt war das jetzt definitiv nicht wert. Tapeworm. Ich hoffe, dass dafür was im... Oh, ich muss hier aufpassen wegen Söldnern, gell? Ich hoffe, dass hier dafür im Stash irgendwas drinnen ist. Ah, das ist das Rohr da vorne, gell? Liegt ein Wildschwein. Ah, er hält sich auch in Grenzen. Ich möchte mir kurz mal das Wildschwein angucken. Ich bezweifle zwar, dass ich es looten kann. Och, Gott. So, dann lasst uns jetzt den Butcher. So, erstmal hier. Zwei Hände kann ich verkaufen. Ansonsten passt das schon hier. Der Auftrag ist erledigt, mein Freund. 4-5. Schaut, Agroprom. Versteck. Hände verkaufen.
Und weiter geht's. Soll ich ein bisschen Hydro-Shock kaufen? Nee, geht eigentlich. Hab alles. Ich habe eigentlich alles, was ich möchte. Jupp. Next Step Agroprom. Zweimal Stash. Wobei. Könnt übers Agroprom in Sumpf gehen. Die Cordon-Sache, die ist jetzt nicht so dringend. Ich könnte ja dann zu Fuß quasi zurückgehen, gell? Ich gehe übers Agroprom, glaube ich, in Sumpf. Muss nur wegen den Mills aufpassen. Aber ich glaube, das bekommen wir schon hin, Leute. Liegt da? Alter Scheinwerfer, ne? Was sagst du denn? Zahlt sich immer aus, wenn man hier so vorbeiläuft, ab und zu mal F drücken. Man immer hübsche Crafting-Teile. Ich weiß nicht, was mich da auf der anderen Seite erwartet. Aber ich gehe mal sicherheitshalber davon aus, dass ich von Katzen und Hunden gefressen werde. Deswegen mache ich Lechette rein. Close Range Munition in die Shotgun, dass ich mich zumindest zur Wehr setzen kann. Naja, sieht jetzt ganz okay aus. Erster Stash hier. Oh lol, das ist der Stash unten drinnen. Jetzt weiß ich's wieder. Im Tunnel, gell? Oh nein. Chillen da sogar. Da jemand eine Aufgabe? Paket für Freiheit. Zustellung als Paket für die Wächter, das nehme ich. Wildschweinfell will ich nicht hergeben, eigentlich. Hier ist irgendwo ein Stash. Eine DVL? Boah, DVL feiere ich schon. DVL habe ich in Tarkov immer schon gerne gespielt. Nehme ich mit. Wird schon wieder schwer.
möchte mir das gerne ein bisschen angucken. Oh, die Mission vorbei. Da vorne sind Mutanten. Schon geil aus, gell? Kann man schon sagen, was man will. Ich habe vergessen, welche Taste es ist, um ich habe versehentlich eine Granate geworfen. Sau dämlich. Wahnsinn, wie blöd war das jetzt eigentlich? Das war wieder ein typischer Jakob jetzt. Erstmal was essen. Auf den Schock. Weste reparieren. Militärisches Stimpack habe ich gelootet. Okay. Kann ich gleich mal gucken. Hier was zerlegen kann. Aber nicht wirklich. Ja, hier die PST, die werde ich nie spielen. Oh, da war was. Aber es war das Wildschweinfell, oder? Ja, leider. Ich geh mal rüber ans andere Lagerfeuer. Hier meine Quest ab bei dem Dude. Wodka und Zigaretten.
Naja, grundsätzlich sind wir gleich vollgeheilt, dann können wir weiter. Die Norma 19 kann ich zerlegen. Aus der kann ich dann vielleicht Hydroschock herstellen zu Hause. Ich habe jetzt hier noch den Dude. Dann hier ein Stash. Dann gehe ich hier so runter. Noch ein Stash. Ja, Mann. Zustimmen. Heute geht's ab in der Zone, ey. In der Anomalie drinnen. Wir können ja so lange hier mal looten, oder? Wir schon hier sind. Bisschen zugreifen. Industriefett zahlt sich schon aus. Also der Ladestock, das sind alles tolle Crafting-Items. Ist mein Dude? Läuft jetzt da draußen rum. Warum macht er das? Oh, haben die Mutanten da draußen oder irgendwas ähnliches? Scheinbar, ja. So, mein Freund, komm her. Auftrag ist erledigt. Und da drüben sollte man jetzt einen Stash haben. Ja, genau, auf dieser Höhe. Habe ich da was gehört? Ja, zweiter Hund.
wusste es, dass ich was gehört habe. Wo das versteckt. Der ist nicht. Ausrüstungsset. Okay. Let's go. Jetzt. Darunter. Check mal das Auto nach Loot ab. Welche? Zigaretten. Oh. Leuchtturm. Runde. Ich wusste es. So, aufpassen. Die könnten auch Snork sein, glaube ich. Ich glaube, ich kann so gut wie alles sein. Vielleicht auch Loot. Muss ich definitiv aufpassen. Jetzt bin ich ja da. Er ist noch über. Das ist unglaublich. Ich sag doch, ich muss aufpassen und da kommen aus allen Richtungen alle Mutanten des Agroproms. Oh Mann, ich weiß nicht mal, wo der letzte Speicherpunkt war. Oh Gott. Alle. Drei Katzen und ein Wildschwein. Ich denk's mir noch, ich höre doch was, ich sehe nichts. Oh Mann, jetzt muss ich das ganze Käse nochmal nochmal laufen. Okay, Leute, das nutze ich jetzt. Ich laufe das jetzt nochmal alleine und wir treffen uns dann im Sumpf wieder. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Vergesst nicht, wenn ihr kein Stalker-Content mehr verpassen wollt, den Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zusehen. Bis im nächsten Video, Leute. Ciao.